Hallo und herzlich willkommen hier live aus Düsseldorf. Mein Name ist Nadine Buchenauer, ich bin Fashion- und Porträtfotografin aus Düsseldorf. Und wir haben uns heute hier in den Creator Studios für einen Workshop zum Thema Modefotografie versammelt. Der Workshop besteht aus zwei Teilen. Der zweite Teil startet dann um 17.30 Uhr, den solltest du also auch auf gar keinen Fall verpassen. Wir starten jetzt aber erstmal in die Themen Editorial und Commercial Modefotografie, gehen so ein bisschen über die Unterschiede in der Herangehensweise und ich zeige euch auch ein paar meiner Projekte. Natürlich wird aber auch noch fotografiert und da sprechen wir über die technischen Aspekte, sprich Kamera- und Objektivauswahl und natürlich auch die Lichtsetzung. Für dich im Livestream noch eine wichtige Info. Wir haben hier auch Teilnehmende vor Ort, die nach beiden Live-Vorträgen noch das viele Sony-Equipment ausprobieren und selbst fotografieren können. Bevor wir loslegen, wenn du im Verlauf des Workshops Fragen hast, stell sie ganz einfach im Live-Chat, dann beantworte ich die natürlich sehr gerne. Falls du gerade aber die Aufzeichnung schaust, kannst du deine Fragen gerne einfach unten in den Kommentaren stellen. So, jetzt legen wir aber mal los. Ganz viel Spaß. Rein. Damit hier keiner einschläft und alle direkt dabei sind, möchte ich mit einem Quiz starten. Um euch ein bisschen deutlich zu machen, worum es heute geht. Unser erster Teil ist ja der Editorial-Teil. Und zwar seht ihr hier einen Teil eines Editorials, ein einziges Bild. Und ich möchte jetzt direkt von euch hier vor Ort wissen oder auch im Live-Chat, wenn ihr so schnell seid, welche Bilder sind Teil von diesem Editorial. Guckt es euch bitte einmal ganz genau an, lasst es euch auf euch wirken und dann geht's weiter. Ich zeige euch gleich dann nämlich eine Reihe von Bildern von dem gleichen Model und möchte von euch wissen, welche Bilder Teil von diesem Editorial sind. Seid ihr ready soweit mit anschauen? Einmal kurz nicken. Okay. Dann bitte einmal auf euch wirken lassen und überlegen, welche Bilder könnten Teil von dem Editorial sein, was ich euch eben gezeigt habe. Also gehören zu dem einen Bild. Ich lasse euch mal ganz kurz gucken, auch die Zuschauer im Livestream. Und wenn jemand schon ein Bild gesehen hat, könnt ihr gerne reinrufen oder nach vorne kommen, wie auch immer. Unten links, das hier, das ist schon mal falsch. Das hier, ja, das ist richtig, das ist Teil des Editorials. Das Blaue. Ja, auch richtig. Es sind noch drei. Nee, das war meine Falle. Das ist es nicht. Ja, das mit den Kirschen hat hier jemand gesagt, das ist auch richtig. Und es gibt noch zwei. Das mit dem Basketball, auch richtig. Und eins noch. Ist ein Football, okay, ist ein Football. Oben links ist auch richtig. Okay, ich lasse das einmal kurz auf euch wirken und wir machen das Ganze nochmal, aber diesmal in Schwarz-Weiß, damit es noch ein bisschen schwieriger wird. Wir erhöhen das Level. Einmal bitte das hier auf euch wirken lassen und dann möchte ich wieder wissen, welche Bilder Teil von diesem Editorial sind. Genug gesehen? Sicher? Okay. Und hier gerne nochmal schauen. Das zweite heißt das hier. Das ist richtig. Das darunter ist auch richtig. Rechts oben das hier. Auch richtig. Und unten links. Auch richtig. Ihr seid richtig schnell. Ja, warum habe ich euch das jetzt gezeigt? Um zu zeigen, dass Editorials im besten Fall so einen hohen Wiedererkennungswert haben sollten, dass man anhand von Styling, Farblook und dem generellen Setting schon erkennen kann, was dazugehört. Wir haben es jetzt ein bisschen umgekehrt gemacht, aber das ist etwas, was mir sehr wichtig ist in meiner Arbeit aus der anderen Perspektive. Also ich würde mir wünschen, dass man am Ende von einer Arbeit genauso einen Test machen kann und die Bilder erkennt. Das waren jetzt natürlich auch sehr gute Bilder. Aber ich finde es total spannend, dass man das selbst bei den Schwarz-Weiß-Bildern erkennt, einfach nur durch Zusammenhänge im Styling, obwohl das ja alles andere Outfits sind. Das war einfach nur eine kleine Einführung, um euch mal so grob ins Thema abzuholen. Jetzt geht es aber erstmal darum, was die Unterscheidungen sind zwischen Editorial und Commercial Fotografie. Wir machen eine ganz
kurze, knappe, theoretische Einleitung. Ja, in einem Editorial sind Fotografien eines kreativen Gesamtkonzepts mit einem künstlerischen Anspruch, die aber alle zu einem gehören, abgebildet. Ganz klassisch ist ein Editorial Teil von einer Magazinstrecke, wie zum Beispiel so einer hier, und sind ganz oft die Haupt-Cover-Story. Also hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel. Das Cover ist ein Bild und die Story dazu ist das passende Editorial. Also das ist so der ganz klassische Fall von einem Mode-Editorial. Und das ist ja auch das, was wir heute als erstes so ein bisschen shooten. Für mich heißt es immer, das Ziel dabei ist, irgendwie Kreativität auszudrücken. Ich möchte damit andere inspirieren. Das ist so ein Hauptziel davon. Deshalb ist aber auch aus Sicht des Fotografen eine Zielgruppe von einem Editorial, zum Beispiel der Magazin-Editor, der das Magazin dann nachher ja aufnehmen soll. Wir wollen ja dann gerne, dass es publiziert wird, wenn auch nicht immer. Das ist der Anspruch und für mich auch dann letztendlich zukünftige Kunden, die anhand von einem Editorial sehen könnten, was ist mein Stil, was setzt die um. Das ist also ein sehr wichtiger Teil von freien Projekten, wenn man in der Modefotografie arbeiten möchte. Natürlich nicht nur, kann aber. Was wichtig ist bei einem Editorial, was man beachten sollte, ist, es hat in der Regel mindestens 4 bis 5 Looks. Das heißt Looks im Sinne von meistens Hair und Make-up und Outfit-Styling. Am besten auch ein bisschen unterschiedliche Settings. Aber das ist so ein Grundprinzip von einem Editorial. Und es ist natürlich dann offensichtlich eher im eigenen Stil vom Fotograf, der Fotografin umgesetzt. Ganz im Gegenteil, nein, nicht wirklich ganz im Gegenteil zur Commercial-Fotografie. Da hat die Fotografie dann natürlich eine kommerzielle Absicht. Letztendlich ist es Werbefotografie, die in der Modefotografie darauf abzielt, Kleidung, Mode gut darzustellen. Dementsprechend ist da auch das Ziel Marketing. Die Verkaufsabsicht ist ein bisschen vor der kreativen Umsetzung. Das heißt auf jeden Fall nicht, dass die kreative Umsetzung bei Commercial-Fotografie keine Rolle spielt, überhaupt nicht. Aber im Zweifel sollte die Verkaufsabsicht davor gehen, weil der Kunde möchte da ja nicht sehen, was hat der Fotograf sich da Verrücktes ausgedacht, sondern was kann ich da für Kleidung kaufen. Die Zielgruppe aus Sicht des Fotografen sind dann dementsprechend erstmal natürlich die Leute, die uns dafür beauftragen, also eventuell die Marken oder eben die Marketer oder die Agenturen, die uns dafür beauftragen. Und für diese wiederum sind die Endkunden, die das Produkt kaufen, die Zielgruppe. Das heißt, das sind immer so zwei wichtige Faktoren, die man bei Modefotografie im Hintergrund haben sollte. Was ist die Unterscheidung und für wen mache ich das jetzt? Ein kleiner Unterschied in der Planung ist dann natürlich auch, dass oft schon der Grundgedanke und das Styling vorgegeben ist. Wir sind da nicht ganz so frei in der Werbebranche. Die beauftragen uns natürlich mit einem Ziel und sagen, hallo, ich möchte diese und diese Kollektionen fotografiert haben und die Klamotten sehen so aus. Und wir müssen uns als Fotografen dann daran anpassen und uns überlegen, was können wir darum herum machen. Heißt natürlich auch, dass wir nicht unbedingt nur den eigenen Stil durchsetzen können. Natürlich buchen Kunden uns auch wegen unserem Stil, aber wir können nicht nur unseren Stil umsetzen, sondern müssen eine Kombination aus dem Stil der Marke finden und unserer eigenen Umsetzung. Also ist relativ klar, wenn Chanel euch beauftragt, dann möchten die nicht unbedingt, keine Ahnung, Bilder im H&M-Stil, sondern wir müssen eine Mischung finden aus dem, was wir gerne machen und dem, was dazu passt. So, um das Ganze mal ein bisschen praktisch zu untermauern, habe ich 2 Beispielprojekte rausgesucht, die, glaube ich, ganz gut zeigen können in beiden Richtungen, wie so ein Projekt aussehen kann und was da so die Bedürfnisse von den Kunden dahinter sein könnten. Wir fangen an mit einem Editorial. Dafür, also da sieht man das Cover von dem Editorial, was wir geshootet haben. Oksana, die Make-up-Artistin hier, hat da auch mit dran gearbeitet, witzigerweise. Erstmal möchte ich euch erzählen, wie kam es überhaupt zu dem Projekt. Das war nämlich tatsächlich so, dass wir da einfach die Models kannten und uns dachten, das wäre voll das coole Pärchen. Also es ist auch ein echtes Pärchen. Die modeln beide, das wäre mega, mit denen mal ein Shooting zu machen. Aber die haben viel so ein bisschen normalere Sachen. Wir wollten mal was richtig Ausgefallenes, Cooles, Fashionlastiges machen und das war erstmal unser Grundgedanke. Und alles andere hat sich dann daraus ergeben. Deswegen so kam es zu dem Projekt. Wir wurden nicht direkt dafür beauftragt. Unser Bedürfnis war aber auf jeden Fall, dass es kreativ ist, auffallend. Und letztendlich war dann das Bedürfnis des Magazins, was es publiziert hat, dass es zum Look des Magazins passt. Das ist wichtig, weil das sind einfach mal ein paar Screenshots
aus dem Magazin. Ich glaube, da sieht man so ein bisschen, dass die Richtung von unserem Editorial ganz gut dazu gepasst hat. Das erzähle ich euch jetzt einfach nur, weil wenn ihr mal sowas umsetzen möchtet, macht es natürlich Sinn, so grob zu überlegen, wo möchte ich mit meiner Serie hin, in welches Magazin könnte das? Weil es ist tatsächlich öfter mal so umgekehrt, wie ich das jetzt gesagt habe, dass wir erst shooten und es dann an Magazine bringen. Man kann es theoretisch auch andersrum machen, also dass man erst Magazine anschreibt und sagt, ich habe hier die und die und die Idee, das könnte so und so aussehen, möchtet ihr das publizieren? Aber oft ist es auch andersrum. Deswegen der Hinweis, macht vielleicht Sinn, vorher einmal zu gucken, wie könnte das aussehen. Und da würde ich jetzt sagen, hat das dann gut gepasst. Hier zeige ich euch jetzt einmal die Innenseiten und somit das komplette Editorial. Hier haben sie jetzt zum Beispiel das Ganze dann auch mit einem Interview connected zu dem Pärchen, also in dem Magazin. Gibt es öfter mal Interviews mit irgendwie Personen des öffentlichen Lebens, im groben, im weitesten Sinne. Das sind die beiden auch, deswegen haben die da dann direkt noch eine kleine Interviewstrecke mit eingebaut. Und so sahen dann die Innenseiten aus, ne? Also das ist immer links, rechts. Und so sahen dann dementsprechend auch unsere Bilder aus, also alles so ein bisschen dunkler, bisschen moody, sehr cool, leicht analog angehaucht. Und ich glaube, hier sieht man ganz gut, wie wir versucht haben, dem Ganzen eine Gesamtlinie zu geben. Also das Styling ist generell schwarz-silber, alles ist ein bisschen in kühleren Tönen gehalten und auch die Posen spiegeln sich da so ein bisschen drin wieder. Also es ist alles cool, nichts Lächelndes, bisschen ausgefallene Posen. Ich habe ein bisschen mit Perspektiven gespielt. Das ist auch eine Sache, die für Editorials sehr interessant sein kann, ein bisschen aus anderen Winkeln zu arbeiten, ein bisschen dynamischer zu arbeiten, wie hier zum Beispiel oben rechts. Und da dann einfach ein bisschen rumzuprobieren. Gibt es soweit erstmal Fragen dazu, irgendwas, was euch daran interessieren könnte? Ja? Ich wiederhole einmal ganz kurz für den Livestream. Hier hat gerade jemand gefragt, wie das bei Editorials ist, ob man sich da dann einfach grob die Idee überlegt und wirklich dann an Magazine pitcht. Und ja, das kann man machen. Bei mir war aber jetzt auch eigentlich immer der häufige Fall, dass ich einfach gemacht habe, einfach kreativ umgesetzt, geguckt, was daraus wird. Auch gar nicht unbedingt zu sehr darauf festgebissen, dass es jetzt unbedingt in einem bestimmten Magazin veröffentlicht werden soll. Für mich ist es immer einfach eine Art auszuprobieren, der Kreativität freien Lauf zu lassen. Und ich habe mich da immer versucht, nicht zu sehr einzuschränken. Aber wenn du sagst, das muss auf jeden Fall unbedingt in diesem Magazin publiziert werden und du hast zum Beispiel einen super großen Aufwand, weil du eine riesige Location mietest, könnte das Sinn machen, das andersrum zu versuchen. Das machen aber nicht alle Magazine mit. Aber ich weiß, dass es geht. Ja? Ja, er hat jetzt nochmal gefragt, ob ich dann wirklich alles shoote und danach nach Kunden frage, die das aufnehmen könnten. Ja, das ist so, wobei man auch sagen muss, Kunde ist da immer so ein Begriff, weil Editorials sind schlecht bis gar nicht bezahlt tatsächlich. Das ist wirklich eher so eine Art für eine gute Repräsentation. Also das sieht immer schön aus und schindet ein bisschen Eindruck, vor allem wenn es halt irgendwie coole Magazine sind. Aber to be honest, wird da nicht mehr viel bezahlt. Das ist eher, um zu zeigen, was man so macht. Okay, dann gehen wir einmal kurz zum kommerziellen Part über. Da habe ich jetzt einfach mal eine Modemarke rausgesucht, die so Streetwear-Kleidung macht. Einfach nur, weil es ein Beispiel ist, was man, glaube ich, ganz gut zeigen kann. Da war das Bedürfnis vom Kunden auf jeden Fall, dass die Farben realitätsgetreu dargestellt sind. Das ist so ein Teil in der Modefotografie, den man vielleicht, vor allem wenn man im Hochzeitsbereich arbeitet oder so, erstmal vergessen könnte, weil es natürlich ein ganz anderer Bedarf ist. Es war wichtig, den Schnitt darzustellen, weil es eine Unisex-Kollektion ist. Das heißt, man sollte sehen, wie sieht das an einem Mann aus, wie sieht das an einer Frau aus. Genau. Und was da ganz wichtig war, ist irgendwie das Feeling für den Kunden rüberzubringen. Also der Kunde von der Marke ist
Im Optimalfall will er sich richtig cool finden, will seine Streetwear-Klamotten haben und soll irgendwie sich so fühlen, so cool fühlen wie die Models, die man da auf dem Instagram-Account sieht. Und das war natürlich auch wichtig, dass die Bilder das mit rüber repräsentieren und im Gesamtstil zu diesem Streetwear-Ding passen. Hier habe ich euch dann einmal ein paar Fotos gezeigt vom Online-Shop, die wir geschossen haben. Da erkennt man das mit den realitätsgetreuen Farben ganz gut. Vor allem da gab es nämlich ein paar Sachen, die so ein bisschen tricky sind. Da möchte ich euch später auch noch so ein paar Tipps mitgeben. Deswegen gehe ich da jetzt nicht zu genau drauf ein. Aber dass ihr das einmal im Hinterkopf habt. Hier gibt es zum Beispiel so Sachen, die sind in der Modefotografie gerne ein bisschen tricky. Also so kleine Mini-Logos auf einem hellblauen Stoff. Tatsächlich ist es in echt noch deutlich heller als da. Der Bildschirm ist sehr gesättigt. Oder so knallige, bunte Farben, die gehen sehr schnell mal in der Kamera unter. Und das ist immer was, wo man darauf achten sollte, wenn man im kommerziellen Bereich arbeitet, dass die Farben auch wirklich so sind, wie sie sein sollen. Vor allem im Onlineshop-Bereich kann es nämlich mal schnell zu ganz vielen Retouren für den Kunden führen, wenn ihr die Farbe falsch abgebildet habt. Eigentlich selbsterklärend, aber vielleicht denkt man da erstmal nicht drüber nach. Also da, wenn man da Modekunden fragt, die sagen, die hatten solche Problemchen schon en masse, dass auf einmal ein ganzes Kleid immer wieder zurückgegangen ist, weil die Farbe nicht genau übereingestimmt hat. Und vor allem helle Sachen könnten immer ein bisschen tricky sein, da sollte man drauf achten, aber wir reden später nochmal darüber. Und hier wollte ich euch nochmal kurz das mit dem Feeling zeigen. Das sind nämlich die Bilder, die wir noch für den Social Media Account gemacht haben. Ich finde, da erkennt man ganz gut, dass wir irgendwie versucht haben einzufangen, wie cool können wir die Marke präsentieren. Nicht nur mit den Fotos, sondern natürlich auch mit dem Styling, mit den Posen. Das ist alles sehr lässig. Gar nicht mal direkt in die Kamera geguckt, sondern so, wie könnte es in einer echten Lebenssituation theoretisch aussehen. Genau, das erstmal dazu. Ich mache jetzt einfach weiter, solange keine Fragen kommen. So, da einmal kurz zu technischen Aspekten. Ah, da ist eine Frage. Ja. Was war der erste Satz, den du gesagt hast? Da fehlte mir irgendwie ein Wort. Okay, da hat jetzt jemand gefragt, ob sich der Stil im Commercial-Bereich ein bisschen gewandelt hat und ob ich denke, da geht es jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Richtig? Okay. Ja, ich denke, dass Commercial-Stile sich konstant immer wieder wandeln und an aktuelle Moden anpassen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir als Fotografen auch mitgehen müssen und immer schauen müssen, was ist da gerade der aktuelle Trend. Natürlich muss man da immer dann irgendwie ein Mittelding finden aus, das passt jetzt zu mir und das ist jetzt der aktuelle Trend. Aber da wandelt sich stetig immer wieder etwas. Ich habe zum Beispiel im Moment ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass es immer mehr KI-Sachen gibt und immer mehr sehr perfekte Sachen, dass der Stil so ein bisschen zu raw eher, analoger wieder übergeht, so ein bisschen back to the roots. Das ist schon so. Aber es kommt natürlich auch immer sehr darauf an, was jetzt gefragt ist. Also da gehen wir später auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein, aber keine Ahnung, C&A produziert bis heute natürlich immer noch ein bisschen klassischer als jetzt irgendwie Zara, die ja schon recht viel mit den Trends gehen. Kommt immer sehr auf den Kunden drauf an. Aber wir sollten auf jeden Fall in der Lage sein, irgendwie beides abzubilden oder alles abzubilden, wenn wir möchten. Ne? So, technische Aspekte. Da wollte ich einmal ganz kurz über mein Go-To-Equipment reden. Ich shoote nämlich, ist das jetzt meine Kamera? Ja, ich shoote nämlich mit einer Sony Alpha 7R 4. Da freut sich Sony. Ja, warum mache ich das? Weil das eine Kamera ist, die einen sehr schnellen Autofokus hat. Das ist für mich super wichtig, weil in der Modefotografie sich natürlich ganz viel bewegt wird. Ich möchte vor allem, wenn ich einen Auftrag shoote, dass die Bilder alle scharf sind und das kann mir die Kamera geben. Das ist mir sehr wichtig. Dann hat
die Kamera auch ein Wireless Tethering. Also ich kann die Bilder ohne Kabel von der Kamera auf meinen Laptop schießen und der Kunde kann dann dort angucken, was ich gemacht habe. Das ist für mich super wichtig, weil ich es generell wichtig finde, dass der Kunde immer gucken kann, was mache ich da, was kommt da raus. So kann ich auch garantieren, dass das zu dem passt, was der Kunde sich vorstellt und dem Kunden ein bisschen Sicherheit geben, weil ich nicht nur da alleine die ganze Zeit mit meiner Kamera stehe und mache und tue und dann bekommt er einen Tag später erst zu sehen, was ich geshootet habe. Mir ist es ganz wichtig, dass er das immer sehen kann. Und da ist es kabellos natürlich toll. Wir haben jetzt heute Safety First ein Kabel genommen, einfach nur, damit wir keine technischen Probleme kriegen beim Livestream, aber das funktioniert eigentlich 1A. Mache ich super gerne und ich stolper dann natürlich nicht über ein Kabel, was natürlich toll ist. An Objektiven benutze ich super, super viel und gerne ein 24-70er 2.8 Zoom-Objektiv, einfach weil ich mit Zoom ein bisschen flexibler bin. Ich kann direkt so Porträts shooten aus einer ganz guten Entfernung zum Model. Ich kann aber auch direkt weitwinkliger alles auffangen. Zumindest jetzt für den Commercial-Bereich ist das eine richtig gute Sache. Auch für Editorials benutze ich das sehr gerne. Aber für Editorials kann man auch gut mit der Brennweite ein bisschen offener gehen. Da kam nämlich eben schon die Frage vor dem Workshop. Also da haben wir auch ein 12-24er hier liegen. Damit können wir noch mehr Effekte machen. Zum Beispiel so einen Effekt machen, dass das Bein super, super lang aussieht. Das probieren wir aber nachher auch mal aus. Finde ich auch super. Und ich nehme dann am liebsten lichtstarke Objektive. Also die gehen jetzt bis Blende 2.8 auf. Die gibt es ja auch mit 4. Aber wenn das Budget das zulässt, finde ich es immer super, eins zu nehmen, was offenblendiger geht. Dann kann man auch mit Tageslicht arbeiten, muss nicht direkt mit der ISO richtig hochgehen und ist da ein bisschen freier. Aber wenn man natürlich mit einem Blitz arbeitet oder so, ist es nicht unbedingt nötig. Also wenn man viel im Studio arbeitet, muss man nicht so offenblendig gehen. Also meistens arbeite ich auch ein bisschen geschlossener. Aber darüber reden wir später noch. Ich will nicht zu viel davon erzählen. Ja, die Sony hat auch ein super gutes ISO-Verhalten. Da haben wir auch schon ab und zu mal irgendwie mit Praktikanten verglichen, die sich dann geärgert haben, weil die Bilder so sehr rauschen. Also da achte ich auch immer drauf. Vor allem, wenn man mit Tageslicht shootet und es mal dunkler wird, mache ich nämlich auch ganz gerne. Im Commercial-Bereich arbeite ich aber relativ oft mit einem Blitz. Da ist das natürlich dann nicht so das Problem. Ja, so viel erstmal dazu. Gibt es dazu Fragen zur Technik? Hier hat jemand gefragt, wie ich Wireless Tethering mache und ich mache das mit Capture One, aber Sony hat auch ein eigenes Programm, womit das geht, wenn man keinen Capture One hat. Das ist, glaube ich, kostenlos. Das geht auch. So, und dann kommen wir schon quasi zum Live-Shooting-Teil, aber vorher möchte ich euch noch ein paar Sachen mitgeben und auch den Zuschauern zu Hause ein paar Sachen mitgeben. Und zwar ist es gleich so, dass unser Model, wo ist unser Model? Jetzt können wir sie schon mal rufen. Okay, die kommt gleich. Hat jetzt ein Editorial-Outfit an. Wir haben jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, 5 verschiedene Outfits zu machen, sonst müsste sie euch ständig umziehen. Deswegen haben wir so eine kleine Zwischenlösung gefunden. Sie hat ein Outfit an, was von der Editorial-Richtung einfach widerspiegelt, dass wir ein Farbkonzept haben, was rot-schwarz ist. Dementsprechend hat sie jetzt erstmal ein rotes Kleid an, ihr seht sie dann gleich, und bekommt aber noch was zum Drüberziehen, um den Look ein bisschen zu switchen, und wir haben auch 2 Settings. Das heißt, wir shooten gleich erstmal vor dem weißen Setting mit dem roten Kleid und wechseln dann ein bisschen andersrum. Sie bekommt dann ein anderes Outfit vor einem roten Hintergrund. Also ich habe hier darauf geachtet, dass es editorial-tauglich ist. Es ist ein Gesamtkonzept und ihr könnt dann gucken, was ihr damit macht. Könnt euch auch ein paar Details einfangen oder so und dadurch noch mehr Variationen reinbekommen. Ja, da so viel dazu. Dann möchte ich euch gleich noch ein paar Effekte und Perspektiven zeigen, die man im Editorial-Bereich ganz cool anwenden kann. Darum geht es ja jetzt erstmal. Und danach habt ihr dann ja Zeit, Kameras, Objektive und Posen ein bisschen auszutesten. Und zum Thema Posing testen wollte ich euch noch ein bisschen was mitgeben, worauf ich gerne in der Modefotografie zurückgreife. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich irgendwie über die letzten Jahre mir so einen kleinen Festplattentrick in meinem eigenen Kopf abgespeichert habe für Posen. Weil ihr kennt das bestimmt, man möchte das Model directen und es fallen einem keine Posen mehr ein. Deswegen habe ich mir da so einen Ablauf in meinem Kopf entwickelt, den ich sehr gerne nutze,
um genügend Variation drin zu haben. Und zwar fange ich an mit dem Model stehend, dann seitlich stehend, dann angelehnt, dann mit einem Stuhl, dann in Bewegung, dann hockend, sitzend, liegend, Porträtdetail und mit einem Effekt schließe ich ab. Mache ich nicht immer so, aber das ist so meine Grundrichtung. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, setzen wir das gleich auch so um und ich würde euch auch den Tipp geben, das vielleicht einfach mal auszuprobieren, um mal ein bisschen aus der Comfortzone zu kommen und nicht nur die Posen zu machen, die man sowieso schon immer macht, da einfach ein bisschen zu testen. Und um das noch ein bisschen zu illustrieren und mehr Inspo zu geben, haben wir auch noch ein paar Beispielposen zu allen Schritten, die ich eben gesagt habe. Ich klicke die mal ganz kurz durch, aber ihr könnt die dann gleich bei eurem Shooting-Teil einfach nochmal durchklicken und wir gehen da auch gleich einmal durch. Nur ein ganz kurzer Überblick, einfach eine Posing-Guide-Hilfe. So, wir arbeiten uns da jetzt aber mal so ein bisschen durch. Ich schnapp mir mal meine Kamera und wechsle dann gleich auf Capture One. Habt ihr sonst noch Fragen zum Theorieteil, bevor ich den beende? Gerade. Sonst könnt ihr gleich auch einfach immer reinrufen. Erstmal nicht. Okay. So. Dann brauche ich dich. Willst du dich ganz, ganz kurz vorstellen? Perfekt. Danke. Wir starten erstmal vor dem weißen Setting. So. Und jetzt brauche ich einmal kurz Hilfe mit dem Laptop. Wir wollen jetzt natürlich tethern, damit ihr seht, was ich shoote. So. Ja, das sieht gut aus. Okay. Kathi, kannst du vielleicht einmal den Monitor mitschieben? So. Ich mache mir jetzt mal das Licht an. Oder lasse ich es erstmal aus? Ich glaube, wir lassen es erstmal aus. Wir machen erstmal ein paar Fotos mit Tageslicht. So. Ist die Verbindung noch da vom Monitor? Ja? Ich glaube, das reicht. Ja, ja. Da hat jetzt einmal jemand kurz über Capture One ausgelöst. So. Ich stelle mir jetzt erstmal kurz alles ein. Ich hatte vorher schon ein bisschen vorbereitet, aber jetzt hat sich das Licht wieder geändert. So. Okay. Ich mache jetzt erstmal einen Test. Und wir fangen erstmal stehend an. Kannst einfach erstmal ein bisschen rumstehen. Irgendwas stimmt noch nicht. Ich kann irgendwie nicht auslösen. Das ist seltsam. Woran kann das liegen, wenn ich nicht auslösen kann? Das ist mir noch nie passiert. Warte, vielleicht sitzt mein Objektiv nicht richtig. Ah ja. Nee. Auch nicht. Gut, der Vorführeffekt, würde ich sagen. Ich kann irgendwie nicht auslösen. What happened?
Also, jetzt ist eine gute Zeit für Fragen, falls gerade jemand eine hat, bis wir das gefixt haben. Ja, die Folien kann ich euch schicken. Können wir bestimmt auch irgendwie verlinken, dass man die runterladen kann. Ja, wir haben eine Frage im Livestream. Sehr gut. Ja. Okay. Lässt sich eine Editorial- und Commercial-Idee in der Fotografie auch 1:1 auf die Videografie übertragen? Das ist eine komplexe Frage. Die Idee kann man natürlich immer, danke. Die Idee kann man natürlich auf jeden Fall auch in die Videografie mitnehmen. Man kann ja auch sehr gut Editorials mitfilmen. Man kann natürlich nur schlecht ein Foto-Editorial in einem Magazin abdrucken. Deswegen muss man da immer ein bisschen einen anderen Verwendungszweck dann für finden. Aber an sich geht das schon gut. Man hat natürlich nur ganz andere nochmal Einstellungsmöglichkeiten und so. So, jetzt shootet meine Kamera wieder. Aber ich muss hier kurz umstellen. So, das sieht gut aus. Das will ich nicht. Okay, jetzt haben sich meine Einstellungen wieder zurückgesetzt. Das ist doch toll. Aber wir haben es gleich. Okay. So. Und jetzt bitte einmal auslösen. Perfekt, das sieht doch gut aus. Okay. Also eigentlich ist der Hintergrund nicht so blau. Das ist der Monitor. Ihr könnt vielleicht zum Referieren euch lieber grob an meinen Laptop halten. Ja. So. Okay, so. Aber wir shooten uns jetzt erstmal ein bisschen ein. Also wir bleiben erstmal bei stehenden Posen. Du kannst vielleicht, wir machen eh ein bisschen ausgefallenere Sachen, du kannst einfach erstmal wie so eine Statue gleich ganz gerade rumstehen. Was übrigens auch sehr wichtig ist bei Editorials, ist, dass man mit einem guten Team zusammenarbeitet und einen Make-up-Artist hat, der immer auf alles guckt. Dann hat man nachher in der Retusche weniger zu tun. Und Oksana guckt jetzt gerade, dass hier die Schlüsselbeine schön healthy glänzen und das Gesicht nicht zu viel glänzt. Die Haare schön sitzen. So kleine Details machen dann natürlich nachher immer richtig viel aus und können im Zweifel nochmal das Ganze ein bisschen perfektionieren. Top. So, okay. Du kannst einfach erstmal gelangweilt rumstehen. Perfekt. So, und jetzt wollte ich euch einmal direkt zeigen, wie wir ihre Beine noch länger optisch aussehen lassen können. Und zwar, indem ich sehr nah dran gehe und von sehr weit unten fotografiere, um so einen gestreckten Effekt hinzukriegen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was eine gute Entfernung ist. Ich bleibe jetzt erstmal so Halbkörper. Ich könnte das jetzt auch Ganzkörper machen. Mit dem 12-24er Objektiv, dann habe ich den Effekt noch viel krasser, aber ich will jetzt gerade nicht direkt das Objektiv wechseln. Deswegen fangen wir jetzt erstmal so an. Ich mache das jetzt so Halbkörper und gehe noch ein bisschen näher dran. Sehr schön. Du kannst erstmal einfach so ein bisschen in der Gegend rumgucken. Aber ich finde, das sieht schon sehr cool aus, einfach durch unser buntes Styling, muss sie da gar nicht viel machen und wir haben schon einen coolen Effekt. Okay, ich gehe mal ganz kurz in unsere Posing Keynote. So.
Das hier in der Mitte fand ich auch ganz cool. Jetzt kannst du vielleicht dich mal so ein bisschen seitlich hinstellen und so ein bisschen strecken. Also in der Editorial-Fotografie kann man gerne auch rumprobieren. Das Model tanzen lassen, bewegen lassen, außergewöhnliche Sachen machen, weil uns geht es ja jetzt nicht hauptsächlich darum, die Kleidung darzustellen. Vielleicht einmal kurz ein bisschen ziehen. Genau. Wir müssen hier bei unserem trägerlosen Kleid ein bisschen aufpassen, dass alles sitzt. Sehr cool. Und kannst dich jetzt ruhig, genau, ganz locker einfach ein bisschen rumbewegen. Ja, sehr, sehr cool. Ich mache das auch nochmal ganz Körper. Kannst einfach so ein bisschen mit den Armen in der Gegend rumwedeln. Sehr schön, ja. Machen wir. Wir wechseln wieder auf Capture One. Ne, andersrum. Ich mach schon. So. Okay. Wir wechseln mal direkt in meine nächste Richtung. Wir machen mal ein bisschen seitlich stehend. Da kannst du zum Beispiel auch gut irgendwie die Hände hinterm Rücken haben und da ein bisschen rumprobieren. Ja, sehr, sehr cool. Was ich hier gerne mache, ist, ihr merkt schon, ich wechsle immer sehr gerne zwischen nahen Bildern und totalen. So haben wir direkt viele verschiedene Effekte und können gucken, was am besten dafür funktioniert. Deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen näher. Hier bin ich jetzt natürlich durch mein Zoom-Objektiv auch viel flexibler. Weil ich bin jetzt hier direkt bei 70 mm und kann schon fast Porträts machen. Kann jetzt aber auch mal direkt ganz weitwinklig rausgehen und ganz schnell mit wenig Laufen noch einen Ganzkörper machen. Ja, die Pose ist cool, bleibt mal ruhig so. Sehr schön. Ihr kennt wahrscheinlich auch diese ganz typischen Zara Editorial Posen, wo man so ganz krass ins Hohlkreuz geht oder ganz krass nach vorne geht. Da können wir auch mal ein bisschen rumprobieren. Was ich ganz gerne mache, ist, dass ich dann hier auch ein bisschen rumprobiere. Also ich gehe jetzt mal weitwinkliger. Ich bin jetzt auf 24 mm, aber sehr nah an sie ran, um den Effekt zu kriegen, dass ihr Oberkörper sehr lang ist. Genau, guck mal ruhig. So, ne, so ist gut. Sehr, sehr schön. Und ich fotografiere ganz gerne auch so ein bisschen von unten und mal mehr von oben, um einfach interessante Bilder rauszukriegen. Sehr gut. Ich glaube, da haben wir was. Finde ich sehr cool. Machst du sehr gut. So. Genau, hier haben wir jetzt schon einiges abgebildet. Sie hat jetzt natürlich nicht ganz so viel Spielraum, weil sie ein sehr enges Kleid anhat. So, anlehnen lassen wir jetzt mal weg, weil ich will nicht, dass du mir hier mit der Wand wegrollst. Aber wir machen mal ein paar Bilder in Bewegung. Finde ich auch immer ein sehr cooles Element, um das Bild ein bisschen besonderer, ein bisschen dynamischer zu machen. Du kannst, genau, vielleicht einfach mal ein paar Schritte machen oder so ein bisschen mit den Armen von links nach rechts wedeln. Und ich wechsle mal kurz mein Objektiv, damit ich euch auch noch vorführen kann, was man mit einem weitwinkligeren Objektiv so anfangen könnte. So. So, jetzt funktioniert direkt alles fantastisch. So. Okay. Einmal nur hier ganz kurz, danach kommt mit Stuhl. Okay, da muss ich nicht die ganze Zeit hin und her klicken. Jetzt sind wir wieder bei Capture One. So, wir machen das jetzt mal so, damit wir zeigen können, wie cool das sein kann, sehr weitwinklig zu fotografieren. Du kannst so ein bisschen in Richtung Kamera treten. Natürlich nicht das Objektiv treten, aber close. Warte. So. Jetzt probieren wir einfach mal ein bisschen aus.
Ja, das sieht schon richtig cool aus. Kannst du ruhig nochmal machen. Cool. Danke. Ich finde, das hat direkt einen richtig coolen Effekt, weil das nicht das ist, was wir mit dem natürlichen Auge sehen können, solche extremen Perspektiven. Und es sieht natürlich direkt super dynamisch aus, wenn sie so in die Kamera kommt. Da denkt man, man steht direkt daneben als Betrachter von dem Foto. Das mag ich sehr gerne. Das können wir auch einmal mit den Händen machen. Du kannst dich vielleicht mit dem Oberkörper einfach so sehr zu mir vorlehnen. Genau. Oh ja, richtig cool. Ich übertreibe mal richtig. So. Ich finde, jetzt sieht es schon fast aus, als würden wir uns gleich in die Kamera fliegen. Finde ich sehr cool, den Effekt. Ihr seht es gut, ne? Ja. Richtig cool. Okay. Lass uns mal sitzend weitermachen. Du kannst dir den Stuhl einfach ein bisschen rüberrutschen. Ja, du kannst dich in einem Kleid ganz gut sonst auch so seitlich einfach hinsetzen auf den Stuhl, sodass du einfach so seitlich auf der Hüfte sitzt. Mit einem Kleid muss man natürlich immer ein bisschen schauen, was möglich ist, ist man auf jeden Fall eingeschränkter. Ja, das sieht aber cool aus. Ja, sieht gut aus. Ich mag das immer sehr gerne, mit irgendwie Möbelstücken zu arbeiten und die einzubinden, weil das gibt uns direkt richtig viele neue Möglichkeiten. Sie könnte sich jetzt, wenn wir richtig editorialmäßig übertreiben wollen, komplett darüber lehnen, da draufstellen mit einem Fuß, was auch immer. Jetzt kann sie erstmal liegen und ich habe auch perspektivenmäßig ein bisschen mehr Possibilities. Ich kann jetzt nämlich zum Beispiel super easy von oben fotografieren, was natürlich sonst bei deiner Größe ein bisschen schwierig wäre. Sehr cool. Moment. Sehr schön. Ich komme mal direkt noch ein bisschen näher. Und ihr seht es wahrscheinlich, ich kann relativ schnell shooten und relativ schnelle Posenwechsel machen, weil mein Autofokus einfach schnell ist. Ja, sehr schön. Das Lachen ist auch toll. Einmal wieder hochziehen. Okay, was ich sonst auch immer gerne mache, dafür wechsle ich mal kurz das Objektiv wieder zurück, ist zwischendurch ein paar Detail-Shots mit einzubinden. Das ist auch immer cool, wenn man wenig Outfit-Optionen hat, einfach mal zu gucken, was bietet mir das Outfit, wo kann ich noch ein Bild rausholen, wofür ich ansonsten nicht viel verändern muss. Zum Beispiel haben wir ihr hier jetzt super extravagante Ohrringe gegeben. Deswegen würde ich die jetzt mal kurz als Detail nehmen. Ich gehe da mal sehr weit dran, sehr nah dran. Und du kannst dafür gerne das Kinn ein bisschen höher nehmen. Bei so nahen Perspektiven geht das immer gut. Sehr schön. Kannst vielleicht auch gleich mal ein bisschen mit den Händen an den Ohren gehen. Schön. Und direkt haben wir nochmal eine ganz andere Bildwirkung, obwohl wir am Outfit gar nichts verändert haben. Richtig schön. Ja, kannst jetzt vielleicht einmal zu mir lachen. Wir machen mal eher noch ein paar Porträts. Ich skippe jetzt mal so ein bisschen vor. Genau. Auch ruhig ein paar so richtig lachend. Sieht bei dir mal so schön aus. Wir haben schon mal zusammen geshootet, deswegen weiß ich das. Ja, schön. Mag's richtig gerne. Okay, so, wir lassen den Stuhl mal los.
und machen jetzt erstmal den nächsten Step, den ich gerne mache, und zwar ohne Stuhl sitzen. Das geht jetzt nämlich in deinem Kleid ziemlich gut. Kannst dich zum einfach so, genau. Genau. Das wollte ich sowieso machen. Sie sagt, sie will sich erstmal hinhocken, dann ist sie schon auf dem Weg nach unten. Würde ich auch so sagen. Ja, genau. Kannst vielleicht einfach so seitlich hocken. Ja, sehr schön. Schön. Das ist auch eine Pose, die ich super gerne mag, weil man in der Pose richtig viel variieren kann. Könntest dich jetzt nämlich, genau, zum Beispiel nach hinten lehnen. Richtig cool. Da könnte ich jetzt auch irgendwie noch die Perspektive vom Arm mitnehmen. Bleib mal ruhig hinten gelehnt, wenn es geht. Und mach es sehr dynamisch, indem ich den Fokus ein bisschen weiter nach hinten setze und auch wieder weiter nach unten gehe. Ja, cool. Und jetzt kannst du dich auch mal nach vorne lehnen und so ganz lange Arme machen. I'm sorry. Ja, sehr schön. Ja, richtig schön. Bleib mal ruhig mit den Armen noch mal vorne. Ich wechsle nur meine Perspektive. Schön. Ja, cool. Machst das auch immer so schön mit den Händen. Schön. Okay. Der nächste Step in meinem Guide wäre dann sitzen. Ich finde, da kann man auch immer sehr viele coole, du kannst dich aber erstmal genau ruhig auf die Seite legen. Da kann man auch immer sehr viele coole Posen machen, finde ich. Was haben wir hier rausgesucht gehabt? Genau, aber die sind jetzt nicht so optimal möglich mit einem Kleid. Deswegen skippe ich das jetzt mal ein bisschen und wir machen liegend weiter. Genau, das finde ich zum Beispiel sehr cool. Können wir auch wieder ein bisschen was von oben mitnehmen? Nicht das einfachste Kleid, aber darauf muss man sich einstellen, wenn man Modefotos macht, dass nicht alles easy zu fotografieren ist. Aber da sollte man auf jeden Fall immer darauf achten, dass alles schön glatt sitzt, alles da sitzt, wo es sein soll. Super ärgerlich, wenn man nachher ein richtig cooles Foto hat, aber die Kleidung sitzt krumm und schief und stellt das Outfit nicht perfekt dar. Schön. Ich mache das nochmal aus der Perspektive. Das ist richtig schön, wenn du nach oben guckst. Sehr cool. Lass mich da auch gerne immer von den Posen des Models inspirieren und gehe hier noch mal ein bisschen näher, weil ich das so schön fand, wenn sie nach oben guckt. Mach ruhig genau gerne mit Augen zu. Kannst auch noch mal nach oben lachen. Der Boden ist hier so schön warm. Ja, richtig cool. Sehr gut. Und du kannst dich jetzt sehr gut auch noch mal auf die Seite legen. Das geht in Kleidern auch immer richtig gut. Also einfach so. Ja, schön. Sehr cool. Schön. Ich könnte jetzt noch Stunden so weitermachen. Ich mag das Setting richtig gerne. Aber du bekommst jetzt noch mal mehr zum Anziehen. Ich wollte nämlich eine kleine Variation reinbringen. Genau, im Stehen. Du kannst erstmal aufstehen. Geht es? Brauchst du Hilfe? Alright, und zwar haben wir noch einen kleinen cooleren Switch, also ein bisschen in eine coolere Richtung, nicht ganz so elegant, mitgebracht. Kannst deine Handschuhe schon mal ausziehen. Wir würden normalerweise auch die Hose wechseln, aber wir machen das heute unkompliziert, deswegen ziehen wir einfach alles drüber. Genau, kannst dann erstmal die Handschuhe nehmen. Ihr seht schon, wir haben auf jeden Fall geschaut, dass alles farblich zusammenpasst. Ist jetzt nicht ganz perfekt, aber so Rot- und Orangetöne abzugleichen
ohne ganz viel online zu bestellen, ist immer ein bisschen tricky. Habe ich jetzt auch selber gemacht. Natürlich könnte man bei dem Editorial auch mit einem Stylisten arbeiten. Der hat dann noch mal mehr Zeit und Geduld für als ich. Genau, das kannst du dann noch da drüber ziehen. Oh, warte, das ist zugeknüpft. So. Wir machen hier auch ganz viele Schichten, damit wir mehr Details haben und alles insgesamt ein bisschen interessanter wirkt. Und den auch noch da drüber. Jetzt ist der gleich auf jeden Fall nicht mehr kalt. Findest du den Arm? Hier. Genau, sehr gut. Und du kannst jetzt hier vorkommen. Wir nehmen jetzt nämlich den roten Hintergrund. Und eine Tasche. Mit der kannst du nämlich auch gut posen. Genau. Ja, das Hemd soll am besten zu. Ja. Ja, oder so. Einfach so, dass man sieht. Und ich habe auch gedacht, man soll das Hemd an den Armen ein bisschen sehen. Wir ziehen mal ein bisschen an dir. Ja. Sehr gut. Das war doch ein schneller Switch. Ich nehme jetzt aber auch das Licht noch ein bisschen mit rüber. Weil so. Oh. So, ich verbinde das sofort wieder. Weil so Switches von oben, weil Licht von oben natürlich nicht immer ganz optimal ist. Aber gerade hat es ganz gut funktioniert. Von oben macht es natürlich immer die Stirn sehr hell und gerne so ein bisschen Schatten unter den Augen. Aber ich fand es jetzt cool und nicht zu extrem bei ihr. Kommt immer mal sehr auf das Model drauf an. Ich hole uns jetzt aber mal das Licht noch ein bisschen mit rüber. So. Die ruhig auch noch an. Pass auf das Kabel auf. Jetzt haben wir hier eine Stolperfalle gebaut. Ich gehe noch mal ein bisschen nach vorne ruhig einfach. Und dann wieder darüber. So. Ich mache jetzt erstmal ein paar Porträts gleich. Also Halbkörper, kannst die Tasche gerne zum Posen benutzen. Wir haben ja jetzt alles sehr cool, deswegen ruhig sehr extrem mit den Armen. Genau. Ist das an? Ja. Genau. Und Licht haben wir jetzt erstmal super soft gewählt, weil ich fand, dass sowieso alles schon super knallig ist mit den roten Farben. Deswegen haben wir jetzt softes Licht, fand ich dafür vorteilhaft. Kannst aber noch ein bisschen nach vorne kommen. So. Jetzt muss ich kurz ein bisschen die Kamera umstellen, weil natürlich alles heller geworden ist. Und teste erstmal. Ich glaube, ihr werdet gleich erschlagen von den Rottönen. Ja, der Bildschirm ist sehr gesättigt. Aber gut, das Rot kommt auf jeden Fall raus. Genau, und jetzt machen wir erstmal ein paar nähere Fotos und checken einfach einmal kurz, wie das Outfit aussieht. Schön. Und man merkt direkt, sie hat richtig viele Möglichkeiten, mit der Tasche nochmal andere Shots hinzukriegen. Kannst du die nochmal so an der Seite halten? Genau, dann mache ich einmal kurz ein Detail von den Händen. Das sah gerade so schön aus, wie du das gehalten hast. Kannst du sogar noch weiter zur Seite, damit ich nur Hände habe? Ja, cool. Und vielleicht können wir die Tasche noch einmal an dem kleinen Henkel einfach nur so halten. Sehr cool. Okay, gib mir ruhig einmal kurz die Tasche. Wir machen mal ein paar ohne. Zieh mal ruhig das Hemd ein bisschen zu, dass das Rot unten drunter nicht rausguckt kurz. Und du hast hier so ein Band innen. Das wollen wir nicht. Hier, genau. Da. Das einfach ein bisschen verstecken. Ja. So, ist gut. Okay, und ich mache jetzt einfach nur Porträts bis hier. Einfach nur ein cooler Gesichtsausdruck. Kannst auch ein bisschen Quatsch machen. Kannst auch lachen, einen Kussmund oder so. Wir machen ein bisschen ausgefallenere Sachen. Ja, schön. Sehr cool. Und ruhig einmal ganz frontal zu mir. Sehr schön. Ich sehe gerade, dass ich jetzt bei den Posen, glaube ich, die Ohrringe rausnehmen würde. Ich finde, da ist ein bisschen viel los. Das ist immer was, worauf ich achte, dass der Fokus gleich bleibt. Ja, nimm sie ruhig raus, wenn es einfach geht. Wir wollen nicht zu viel Zeit beanspruchen.
Und das ist jetzt schon der vorletzte Schritt von meinem Posendurchlauf. Danach probieren wir noch ein paar Effekte aus. In 2 Minuten ist nämlich auch unsere Zeit over. Ich glaube, da sind wir ganz gut dabei. So. Ruhig noch mal ein bisschen zu. Ja, kannst uns auch einfach eine Hand draufhalten. Ja, schön. Ja, das gefällt mir noch mal besser ohne Ohrringe so. Sonst ist ein bisschen viel los. Cool. Okay. Und jetzt wollte ich euch noch mal kurz einen Effekt zeigen, den ich für Editorials richtig cool finde. Und zwar stelle ich mir jetzt mit Absicht eine richtig lange Verschlusszeit ein. Das heißt, ich gehe mit der Zahl runter. Viele kennen den Trick wahrscheinlich auch schon. Aber ich finde den immer sehr schön. Also ich bin jetzt auf 1/10 mit der Verschlusszeit. Gehe mit meiner ISO wieder runter, weil das macht natürlich viel Helligkeit, kommt viel rein. Und auch mit der Blende noch ein bisschen hoch. Ihr könnt übrigens die ganze Zeit meine Einstellungen hier lesen. So, und du kannst jetzt immer nicht so viel Bewegung machen erstmal und ich ziehe ein bisschen mit der Kamera, um so einen verschwommenen Effekt zu machen. Jetzt muss ich einmal kurz ausprobieren, wie doll ich das haben möchte. Das war jetzt schon sehr doll. Okay, gleich machen wir ein bisschen weniger. Lass uns das mal seitlich machen, das mag ich immer gerne. Genau, du kannst einfach nicht in die Kamera gucken. Genau. Ja, und ich finde, das sieht schon richtig cool aus. Da haben wir nochmal was ganz anderes vom Look. Schön. Und mach das ruhig nochmal zu mir gedreht. Und ich komme nochmal ganz nah. Schön. Okay. Oh, mag ich auch sehr gerne. Okay. Und ich glaube, damit ist Punkt 16 Uhr und du hast dein Shooting mit mir zumindest geschafft und kannst dann gleich mit unseren Teilnehmern weiter shooten. Der Livestream-Teil ist damit also beendet, außer es sind gerade noch irgendwelche offenen Fragen, die ich nicht gesehen habe oder hier sind noch Fragen, die ich direkt noch live beantworten kann. Gibt es dazu erstmal eine Frage gerade? Ich sehe gerade keine. Im Livestream ist auch keine oder leer. Da kommt sie. Doch, es gibt eine Frage. Fotografierst du mit einem LUT auf Cam, also mit einem voreingestellten Farblook? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber nee, mache ich nicht. Ich fotografiere ganz normal, wie Sony sich das gedacht hat. Genau, und meine Farblooks kommen aus Capture One. Die kommen in der Nachbearbeitung. Die kommen nicht mit der Kamera direkt. Ich fotografiere einfach in RAW und mache dann alles. Ja, und das war dann damit der erste Teil. Ich hoffe, es war interessant. Und das Outro von Sony kommt gleich sowieso von Fotokoch. Gut, Dankeschön. Sind wir aus? Ja, okay, wir sind. Das war's mit dem ersten Teil. Ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können. Wenn ihr noch Fragen im Nachhinein habt, stellt sie gerne unten in den Kommentaren. Das war's allerdings noch nicht für heute, denn es geht um 17.30 Uhr mit dem zweiten Teil weiter. Wenn euch also das Thema No-Gos in der Fashion-Fotografie interessiert oder ihr mehr über die Inszenierung von Kleidung, verschiedene Posen oder auch den Einsatz von etwas anderen Perspektiven interessiert, bleibt einfach dran. Ihr werdet automatisch zum zweiten Teil weitergeleitet. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wenn der Workshop dir gefallen hat, lass doch gerne eine Bewertung da und abonniere den Fotokoch-YouTube-Kanal. Wir sehen uns gleich.